Easy Spider schickt ihr Team durch dick und dünn. Das bedeutet Nervenkitzel für alle Beteiligten. Alle Teilnehmer müssen durch das Spinnennetz und dürfen es dabei nicht berühren. Dabei gilt, jedes Loch darf nur einmal benutzt werden. Wird das Netz berührt, muss der Teilnehmer wieder zurück und es erneut versuchen. Die Teilnehmer brauchen also eine Strategie, denn es braucht natürlich kräftige Leute auf beiden Seiten, um die Teilnehmer sicher durch die Löcher zu heben. Bereits verwendete Löcher verschließt der Trainer, indem er sie markiert. Der Trainer muss die Gruppe dazu anleiten, auf die Sicherheit der Teilnehmer zu achten. Dazu müssen sich die Teilnehmer steif machen wie ein Baum und werden mit den Füßen voran durchgehoben. Gegen Ende zeigt sich, ob die Planung des Teams funktioniert. Mit den mitgelieferten Spanngurten kann Easy Spider zum Beispiel zwischen zwei Bäumen gespannt werden. Dank einer cleveren Fädelung ist das Netz gegen Verheddern geschützt. Die Größe der Löcher kann bei Easy Spider individuell eingestellt werden. Mit dem separat erhältlichen Spider-Rahmen kann es auch schnell und einfach frei im Raum aufgestellt werden. Easy Spider zeigt, wie wichtig Vertrauen in einem Team ist. Denn nur in einer vertrauensvollen, achtsamen Umgebung können sich die Teilnehmer voll und ganz auf die Arbeit einlassen. Das Team muss einerseits vorausplanen, sich gleichzeitig aber auch voll und ganz auf den Prozess des Tragens und Getragenwerdens einlassen. Auch die Rolle des Moderators kann gezeigt werden. Und wie alle Metalog-Tools ist auch dieses für viele andere Zwecke einsetzbar. Easy Spider ist optimal für mittlere und große Gruppen.